Passt. Ja, wie vorgehabt, also wenn Sie Fragen zum Vortrag von Andreas habt, bitte wieder in den Chat schreiben. Ansonsten wieder gute Unterhaltung und einen le weiteren lehrreichen Vortrag. Andreas, du kannst starten. Gut, also einmal herzlich grüß Gott, hallo von meiner Seite. Wie vorhin schon angekündigt, folgt jetzt ein bisschen was von der technischen Seite, also Kurzinformation oder die Zeit im Bild nach dem Vortrag. Und ich beschreibe quasi, was unsere Aufgaben waren, beziehungsweise wie unsere Herangehensweise war, den Bestand in dem Projekt zu beschreiben. Also grundlegend führen wir die Bestandesbeschreibung mittels Drohnen- und Multispektralkameras durch. Funktioniert ähnlich wie bei Traktorangebauten oder tragbaren Sensoren mit Hilfe eben der Multispektralkamera und über Reflexionsmessungen in den unterschiedlichen Wellenlängenbereichen. Daraus ergibt es ja Vielzahl an Möglichkeiten. Eben ganze Schläge hochauflösend zu kartieren und auszuwerten, wie man quasi auch in der Abbildung sieht, markiert man sich einmal das Feld, das man eben befliegen will, legt seine Linien rein und fliegt das Feld dann und für sich vollautomatisch ab, quasi immer abgesetzt, fliegt der Stickel, gibt eine gewisse Überlappung quasi für die Bilder, die man benötigt, um die dann entsprechend zu verschneiden, um eben dann ein ganzes Bild zu generieren. In unserem Fall verwenden wir die Drohnen schon seit einem längeren Zeitraum für eben auch Versuche, die wir im Bereich der Düngung durchführen, um eben das Pflanzenwachstum zu modellieren. Und in weiterer Folge dann den Bodenstickstoff auch zu modellieren. Quasi an und für sich ja eine Bilanz. Was bringen wir hin? Mit Hilfe von Bodenproben quasi vorher schon feststellen, was ist nur im Boden. Und da eben dann zu verfolgen, was passiert mit dem Stickstoff, der zusätzlich ausgebracht wird in unterschiedliche Düngestufen, wie verändert sich der Bestand und wie kann man das eben dann gut feststellen? Ein großes Thema ist bei uns eben auch die Validierung für teilflächenspezifische Düngemodelle. Da werden die Drohnen genauso hergenommen, um eben in erster Linie vorher schon mal Karten zu erstellen, quasi um Unterschiede in der Entwicklung, quasi in einem frühen Entwicklungsstadium schon mal feststellen zu können und eben dann entsprechend darauf reagieren zu können. Also da kriegt man dann die Möglichkeit, Applikationskarten zu erstellen und die eben dann in weiterer Folge anzuwenden. Das kann entweder vollautomatisch funktionieren über das Terminal von Düngestreuer, Traktor oder eben auch mit einer manuellen Regelung mit Hilfe einer App. Wenn man sich so ein Feld anschaut, wie wir zum Teil vorfinden bei unseren Versuchsbetrieben, sieht man oft auf die Orthofotos schon Unterschiede im Bestand und wir haben sie eben dann die Drohnentechnik zu Hilfe genommen, um das eben dann wirklich auch in Zahlen zu fassen zu können und den Bestand wirklich exakt zu beschreiben. Wenn wir wirklich kurz in die Technik eingehen, wir verwenden eine Multispektralkamera, die eben vom blauen Bereich bis in den Nahinfrarotbereich verschiedene Wellenlängen quasi aufnimmt, also mit 6 Kameras. Und rechts sieht man dann quasi angedeutet, wie die Bilder dann ausschauen. Man hat immer ein RGB-Foto, also wie von einer normalen Kamera, und dann eben die unterschiedlichen Wellenlängen. Das sind jetzt nur grau hinterlegt, an und für sich
spiegelt jedes Foto da quasi eigene Wellenlänge. Wieder mit einer Auflösung von jeweils 2 Megapixel, um eben dann nachher verschiedene Indizes berechnen zu können. Wenn man die ganzen Aufnahmen dann verschnitten hat und das in einen Vegetationsindex zusammenfasst, kann man sich wirklich ein gutes Bild über den Bestand machen, wo gibt es Probleme und beziehungsweise Probleme, kann man jetzt nicht so verallgemeinern, also es sind eben Bodenunterschiede oft vorhanden, es sind technogene Verdichtungen zum Teil vorhanden oder oftmals auch Bearbeitungsfehler, die man eben dann wirklich visualisieren kann und die Möglichkeit hat, darauf entsprechend zu reagieren. War jetzt der kurze Exkurs quasi, wie wir das anwenden quasi und was uns das bringt. Und zurück zu unserem Projekt. Geht es auch darum, die Standardvarianten und die Pioniervarianten zu vergleichen. An und für sich gäbe es ja auch die Möglichkeit, das Ganze mit Satellitendaten zu machen. Nur hat man da eben das Problem, ja, für Exaktversuche eben das Problem der Auflösung von 10x10 Meter. In dem Fall, wo die Standardvariante quasi, also bei der Standardvariante keine Zwischenfrucht angebaut worden, ist die Auflösung ausreichend, wenn man den groben Unterschied dann auch feststellen kann. Also kein Bewuchs und also bei den Pionier-Varianten beziehungsweise auch bei der Pionier-Plus-Variante, dass eben mehr Biomasse da ist. Nur eben hat man das, kann man es eben für Exaktversuche schwer verwenden. Deswegen eben die Drohnentechnik, wenn man die Auflösung dann wirklich auf bis zu 5x5 cm bringt und das bei einer Flughöhe von 100 Meter. Das ist überschaubar oder zumindest praktisch für Versuche, für den großflächigen Einsatz ist das wieder ein bisschen in Frage zu stellen. Also da sollte man dann eher Richtung Satellitenaufnahmen gehen, um da eben Vegetationsindizes herauszurechnen. Was war der weiterer Punkt, wie wir quasi vorgegangen sind? Wir haben in jeder Variante immer Biomasse-Erhebungsstellen festgelegt und da eben dann einen halben Quadratmeter rausgeschnitten. Also kann man sich vorstellen, dass man dann einen Würfel ausschneidet, das vor Ort verwiegt und aufgrund der ja, zu dem Zeitpunkt eben schon relativ großen Menge an Biomasse war der weitere Schritt, eben die Verwiegung vor Ort zu machen, aus der Probe dann repräsentative Stichprobe herauszunehmen, die dann zu trocknen und vermahlen und in weiterer Folge bei uns im Haus mit einem Elementaranalysator eben zu analysieren, um dann den Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt der einzelnen Varianten bestimmen zu können. Die ersten Ergebnisse, muss man sagen, ich habe das auch von meinen Kollegen eben übernommen, sind, wie soll man sagen, noch nicht repräsentativ, weil es eben da an Wiederholungen nur fehlt, aber das wird eben im Laufe des Projektes und in weiterer Folge eben erfolgen. Wenn man sich die Pioniervariante hernimmt, quasi haben wir dann immer auf die Frischmasse gerechnet, quasi was ist an Frischmasse zu dem jeweiligen Zeitpunkt hochgerechnet von der Probenstellen, also am Hektar gestanden,
Das haben wir eben bei 11.000 Kilo Frischmasse im Hektar und das bei einer Stickstoffmenge von ungefähr 30 Kilo. Die Standardvarianten eben waren eben ohne Vegetation, weil eben da keine Begrünung nicht angesät worden ist, beziehungsweise bei der Standardvariante nicht verwirren lassen, ist eben ein Ausfallgetreide dann gestanden und das ist eben dann auch in die Erhebung mit eingeflogen. Wenn man aber Standardvarianten, wo es eine Begrünung gegeben hat, quasi was im November dann schon, also Proben im November gezogen worden sind, sieht man den Unterschied zwischen der Standard- und der Pioniervariante schon relativ gut. Jetzt weniger von der Biomasse, aber eben vom Stickstoffgehalt, der in der Frischmasse zu finden war. Also da hat man schon eklatante Unterschiede von über 20 Kilo pro Hektar. Und das sind, wie soll man sagen, einmal die ersten groben Ergebnisse, die wir generieren haben können. Wenn man das Ganze dann weiterspült, kann man natürlich dann auf gebundene CO2-Masse rechnen, weil das ja irgendwo immer, muss man sagen, im Gespräch ist, also Gespräch oder im Fokus der Öffentlichkeit, dass man CO2 binden muss und kommt eben da im Bereich von 2000 bis knapp 5000 Kilo, was an CO2-Masse gebunden wird. Ausgangspunkt für die Berechnung des CO2-Gehalts war eben das Masseverhältnis vom Kohlenstoff zum Sauerstoff und ergibt sich eben dann aus der Menge an Kohlenstoff pro Hektar mal 3,67 multipliziert. Ja, es war jetzt wirklich nur ein relativ kurzer Input. Ich hoffe, dass doch irgendwo ein paar Fragen auftauchen und bedanke mich sonst und übergebe das Wort weiter. Okay, danke Andreas. Zu den Ergebnissen habe ich noch kurz einen Input, weil dieses Satellitenbild, das du hergezeigt hast, das war ja von meiner Versuchsfläche, genau, bei mir im Betrieb. Okay. Und da ist es so, da wo es rot ist im Satelliten oder die Standardvariante, da war genau dieselbe Zwischenfruchtmischung am selben Tag angebaut, nur weil die Fläche halt offensichtlich, weil die halt bis dato anders bewirtschaftet worden ist oder wenig Fokus auf den Boden war, ist dort einfach weniger Bestand gestanden. Auf das bin ich jetzt, habe ich leider übersehen, Entschuldigung nochmal. Vielleicht, wenn du selber darauf eingehst, was der Unterschied konkret zwischen Standard- und Pioniervariante ist, weil die Pioniervariante wird ja schon langfristig, also länger aufbauend bewirtschaftet. Ja, also, weil jetzt eben die Frage war im Chat, was der Unterschied zwischen Standard und Pionier ist. Der Unterschied ist einfach der, als Standard sehen wir immer die Flächen an, die in der Beprobung auch Teil sind, die eben bis vor kurzem oder noch immer klassisch beziehungsweise konventionell oder traditionell bewirtschaftet werden. Also wenn dann Zwischenfrüchte dann nur sehr in geringem Ausmaß und gerade so, dass man die für die Förderung die Richtlinien erfüllt, beziehungsweise sehr intensive Bodenbearbeitung und quasi einfach keine oder wenig Beachtung dem Boden schenkt und dementsprechend auch die Bewirtschaftung eben nicht wirklich reduziert fährt von der Bodenbearbeitung her und so weiter. Und die Pionierbetriebe sind immer diese, die ich am Anfang beschrieben habe, die eben, wo die Fläche schon länger bodenaufbauend bewirtschaftet wird. Sei es jetzt regenerativ, sei es jetzt Conservation Agriculture, sei es biologisch oder eine Mischung aus dem Ganzen. Und in dem Fall, wie es bei mir da jetzt ist, dasselbe haben wir auch beim Franz Winkelhofer, die Kleinparzelle Pionier Plus in der Pionierparzelle ist einfach eine Kleinparzelle, auf der versucht wird, noch mehr grüne Pflanzen in das ganze System zu bringen. In dem Fall war es jetzt so, dass ich, bevor die Zwischenfrucht da gestanden ist, also quasi im ersten Projektjahr, war der Winterweizen und auf der Pionier Plus Parzelle war noch ein Untersaat im Weizen.
In dieser Pioneer Plus Parzelle ist jetzt auch, deswegen sieht man da auch diese roten Flecken und die Spuren da entlang der Straße im Feld. Da bin ich eben mit dem Traktor im Anfang November hineingefahren und habe eben eine doppelte Zwischenfrucht. Also ich habe mit Direktsaat noch eine Mischung aus Erbsen und Roggen da reingesät in diese Kleinparzelle, wo eben quasi die andere Zwischenfrucht jetzt schon abgefroren ist und da schon wieder grüne Pflanzen stehen. Und im folgenden Mais wird dann auch wieder eine Untersaat angebaut und im darauffolgenden Soja genauso. Und das ist eben die ganze Idee dahinter. Teilweise bei den Versuchsbetrieben hat sich's ergeben, dass eben unmittelbar an der langjährigen Pionierfläche, Pachtfläche, die neue hinzugekommen ist, als Standardvariante sich ergeben hat, oder zwei Betriebe machen es auch so, die haben einfach eine Fläche jetzt abgeteilt. Es sind zwei Direktsaatbetriebe, die jetzt schon mehrere Jahre auf der Fläche eigentlich keine Bodenbearbeitung gemacht haben, und die grubern jetzt die halbe Fläche wieder, um da eben Ergebnisse herauszugenerieren. Und ich glaube auch aus dieser eben unterschiedlichen Entwicklung der gleichen Zwischenfruchtmischung auf der gesamten Fläche hat sich auch diese Stickstoffthematik ergeben, weil einfach zwar die Zwischenfrucht auch nicht so schlecht gewachsen ist auf der Standardvariante, aber die Witten und Erbsen, die eigentlich dominierend auf der Pionierparzelle waren und sich dort super entwickelt haben, waren eigentlich nicht so stark vertreten auf der Standardvariante, weil sie sich wahrscheinlich aufgrund des unterschiedlichen Bodens oder des Bodenverhältnisses anders entwickelt haben oder zu wenig entwickelt haben. Ja, eine Frage kam jetzt noch im Chat an dich, Andreas. Könnte man von der CO2-Menge oberirdisch auch die CO2-Masse unterirdisch auf die CO2-Masse unterirdisch schließen? Ja, das ist eine relativ heikle Frage. Ich würde das auch gerne an einen Bodenkundler weitergeben. Ja, also grob schon, also für so Kohlenstoffmodellierungen wird das gemacht. Da gibt es Tabellen, wo man Verhältnisse von oberirdischer und unterirdischer Biomasse hat. Real in der echten Natur glaube ich, dass das schwierig ist, weil die Wurzel ein extrem dynamisches Pflanzenorgan ist und sie halt sinnvollerweise auch an Jahreswitterung, Bodenstrukturen so anpasst. Das heißt, selbst die gleiche Sorte kann sehr unterschiedliche Wurzelausprägungen haben, wenn die Struktur zum Beispiel in Ordnung ist. Also ich glaube, dass die Wurzel sehr adaptiv an die Umwelt ist und damit quasi eine Abschätzung aus dem Oberirdischen über so Verhältniszahlen eigentlich sehr schwierig ist. Aber für Modellierungen und grobe Abschätzungen gibt es für die meisten Kulturarten so Tabellen einfach aus vielen Literaturwerten heraus. Danke. Ansonsten sind jetzt bisher keine Fragen aufgetaucht. Andreas, du wirst ja auch noch jetzt den letzten Vortrag vom Stefan beiwohnen und einfach im Chat eventuell noch Fragen beantworten, falls noch was kommt. Ja, sicher. Aber wie es auch beim Gernot schon war, wir sind jetzt erst das, wir haben jetzt das erste Jahr hinter uns, beziehungsweise wird es jetzt auch erst interessant auf den Flächen, die dann jetzt erst gemessen werden, weil im Herbst dort eben nur kein nennenswerter Bestand war, um es mit der Multispektralkamera zu messen. Also wird das, glaube ich, jetzt erst im zweiten Jahr wird es dann erst interessant, denke ich mal. Ja, dann kann man auch schöner dann Verläufe auch darstellen. Wie verändert sich quasi der ganze Bestand? So.